Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, kein Schlaf. Und auch Sonntag bin ich noch wach. Der FIFA 20 Karrieremodus. Das Ziel, nehme einen Verein, egal ob groß oder klein. Der Reimgott steppt wieder über Straßen und Meere. Nenn mich einfach Jesus, denn ich bin der Gelehrte. Bring ihn zum maximalen Erfolg. Kaufe neue Spieler, verkaufe Spieler und bleibe als Trainer auf dem Trainerstuhl. Bei uns ist das heute ein wenig anders, denn ich zeige euch etwas, was ich herausgefunden habe. Oder was heißt, was ich herausgefunden habe. Es kann sein, das haben auch schon andere Leute davor herausgefunden. Aber ich habe es für meinen Teil selber erst entdeckt und möchte das natürlich mit euch teilen. Denn ich sage euch, es ist möglich, innerhalb von nur einem Tag vom gefeierten Neuling in dem Verein zum gefeuerten Neuling in diesem Verein zu werden, indem man eine simple Sache tut. Und dieses in dem einen Tag ist kein Clickbait, das zeige ich euch jetzt wirklich. Das erste, was man als Trainer am Anfang macht, ist, sich erstmal anzuschauen, wie sind die Verträge von meinen Spielern. Jetzt denke ich mir mal so, ey, Otrio Sola wollen wir nicht verlieren, von dem werden wir den Vertrag verlängern. Was kannst du eigentlich? Und als guter Trainer schaut man sich natürlich erstmal seine Mannschaft an und dabei natürlich auch die Verträge von seinen Spielern, denn man möchte ja wissen, woran man bei denen ist und wie ist das mit der Vertragslaufzeit, welches Gehalt haben sie und sind sie zufrieden. Und bei manchen wird man dann natürlich direkt auch über einen neuen Vertrag verhandeln, weil man mit irgendetwas nicht zufrieden ist, lass es die Freigabesumme sein, das Gehalt oder die Laufzeit. Jetzt gibt es hier natürlich die Möglichkeit, viel zu wenig zu bieten, dann haut er ab und wenn man was Gutes bietet, nimmt er an. Doch was passiert, wenn man viel zu viel bietet? Das habe ich mich gefragt und habe es halt auch mal gemacht. Ich dachte eigentlich, da passiert gar nichts, er nimmt es an und ich muss dann halt viel zu viel bezahlen. Aber es kommt ganz anders. Wir machen das einfach mal, Freigabesumme übergehen und jetzt bieten wir ihm einfach ein viel zu hohes Gehalt und er bekommt damit knappe 3,4 Millionen Euro in der Woche und ihr könnt ihr euch ja alle denken, dass das ein bisschen überbezahlt ist, selbst für einen Manuel Neuer. Wer leben will wie ein König, muss auch bezahlen wie ein König! Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert? Ihr wisst es, weil ihr habt auf dieses Video geklickt. Wir simulieren jetzt hier weiter und jetzt kommt die seine Nachricht. Entscheidung entlassen. Sie haben zwar freie Hand, was die Vertragskonditionen der Spieler angeht, aber uns ist aufgefallen, dass der Wert des neuen Vertrages von Neuer weit über allen anderen Verträgen unserer Mannschaft liegt. Eine derartige Schieflage beim Gehaltsgefüge kann für Unruhe in der Mannschaft sorgen und sollte daher vermieden werden. Und damit wurde ich im 1.7. eingestellt und am 2.7. entlassen, also innerhalb eines Tages gefeuert. Jetzt ist man natürlich froh, wenn man einen neuen Vertrag angeboten kriegt. Und man geht dann mal zum Beispiel zum SC Freiburg. Hier möchte man natürlich als Trainer alles besser machen und möchte bessere Deals raushandeln. Und deshalb geht man hier auch direkt in die Teamzentrale und schaut sich hier auch die Verträge an. Jetzt denkt man sich so ein Tide, naja, neuen Vertrag aushandeln wäre besser. Der hat einen Wert von 230.000 Euro. Und ich würde sagen, wir müssen mit dem eine sehr gute Ausstiegsklausel verhandeln. Aber jetzt kommt der Haken, eine sehr gute für ihn und nicht für mich. Und jetzt werden wir diesen Vertrag eben mal genauso verhandeln und jetzt schlagen wir ihm eine Freigabesumme von 1 Euro vor. Die dürfte er annehmen, genau. Und jetzt werden wir den Rest noch annehmen hier. Und jetzt schauen wir einfach mal, was jetzt passiert, ob Freiburg uns will. Auch mit diesem neuen Vertrag hier. Wir werden jetzt hier auch weiter simulieren. Und wir sehen auch hier. Entscheidung entlassen. Dementsprechend wurde ich jetzt zweimal innerhalb von zwei Tagen entlassen, weil ich einem Spieler schlechte Vertragskonditionen angeboten habe. Doch schauen wir mal weiter. Wer gibt uns jetzt noch ein Angebot, nachdem wir innerhalb von zwei Tagen zweimal entlassen wurden? Hier haben wir Paderborn, Bochum, Fürth, Wiesbaden, Dresden. Gehen wir mal zu Aue. Aue kennen wir ja sehr gut. Und ich würde sagen, da gibt es einen Spieler, den ich sehr mag. Dem geben wir nochmal einen richtig, richtig guten Vertrag. Ich möchte euch einfach mal zeigen, dass das jetzt hier nichts Vorgespieltes ist. Es ist wirklich so. Das ist in dem Spiel so verankert. Und dementsprechend werden wir jetzt mal mit Martin Mennel einen guten Vertrag für ihn aushandeln, mit dem er in nächster Zeit viel mehr Spaß hat als jetzt. Natürlich ist Mennel ein Schlüsselspieler. Ich glaube, das muss ich euch nicht erzählen. Vertrag 2 Jahre, ist alles okay. Wir wollen ja einen sehr, sehr guten Vertrag für ihn machen. Und jetzt schauen wir aber mal. Er
will die Freigabesumme übergehen. Ja, ich finde halt, er möchte viel zu wenig Gehalt. Das ist eine Legende, ne? Und er fordert zu wenig. Man merkt das bodenständig. Und damit hat er sich ein gutes Gehalt verdient. Und das bieten wir ihm jetzt eben auch an. Wir werden das wieder alles überspringen. Und jetzt wird weiter simuliert. Und ich glaube, wir können uns alle denken, was jetzt passiert. Aber ich finde das einfach zu witzig, um es euch vorzuenthalten. Und damit waren wir jetzt genau einen Tag wieder bei Aue und wurden in 3 Tagen genau 3-mal gefeuert. Und jetzt zeige ich euch mal, dass es auch in der 3. Liga geht. Eigentlich schon lustig, dass der erste Verein Bayern war, der uns am ersten Tag entlassen hat. Und wir jetzt von Bayern 2 ein Angebot kriegen. Aber hey, warum gehen wir jetzt nicht einfach mal zu Bayern 2 und schauen mal, ob es da wieder funktioniert. Und ich glaube, dann sollte ich euch bewiesen haben, dass es wirklich so ist und dass das hier kein Fake oder ähnliches ist. Es ist einfach wirklich krass. Dann gehen wir doch mal hier in die Liste. Sie haben ja einen Spieler namens Früchtl. Ich glaube, ihr wisst alle, wer das ist und was er kann. Und deshalb muss man ihm natürlich auch einen guten Vertrag für die Zukunft anbieten. Ich denke, ihr kennt das Spiel. Natürlich ist er ein Schlüsselspieler. Und wir müssen ihm mal ein Gehalt, sagen wir mal, 100.000 anbieten. Das sollte eigentlich Bayern 2 stimmen können. Die sind ja jetzt auch nicht so geldmäßig schlecht dran. Freigabesumme machen wir 1 Euro. Wir machen einfach mal beides und da bin ich mal gespannt, ob da noch ein Extra-Text kommt, wenn man Gehalt und Freigabesumme beides sehr umfassend macht. So, wir bieten die 100.000 an, die hat er sich verdient, das sollten sie annehmen. Ja, das ist ein faires Angebot, natürlich ist das ein faires Angebot. Und jetzt wird mal ein Tag weiter mit und da bin ich jetzt auf den Text gespannt, wenn wir entlassen werden. Und hier gehen sie eben nur auf das Gehalt ein und jetzt nicht auf die Freigabesumme. Sie wünschen mir alles Gute für die Zukunft und entlassen mich auch. Und jetzt wurde ich wirklich am 5. Juli 4-mal entlassen. Und die Karriere beginnt am 1. Juli. Jetzt könnte ich nur noch zu diesem schwedischen Verein, dessen Namen ich gar nicht erst versuche auszusprechen. Wir werden da mal unterschreiben, aber ich glaube, es ist jetzt sinnlos, euch nochmal zu zeigen, wie man gefeuert wird. Ich glaube, 4-mal reicht. Und ich sage mal, dadurch ist natürlich meine Wie oft kann man gefeuert werden Folge ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, überflüssig. Ich meine, ich wurde jetzt schon 4-mal gefeuert. Ich wurde in dieser Folge auch 4-mal gefeuert. Natürlich wurde ich da mit einem anderen Mitteln gefeuert, also mit sinnvolleren Mitteln als eben das, was hier jetzt passiert ist. Aber deshalb werde ich die Folge wahrscheinlich trotzdem nicht weiterführen und es wird keinen zweiten Teil davon geben, weil das macht es überflüssig. Ich meine, ich könnte jetzt wahrscheinlich 100-mal gefeuert werden innerhalb von einer Saison. Ich meine, schaut euch das mal an. Bayern steht jetzt nichts drin, obwohl das der erste Verein war, von dem ich gekickt wurde. Aber hier seht ihr, dass es wirklich alles so passiert, dass es kein Fake ist, dass da nichts zusammengeschnitten ist. Am 2.7. der Sportclub Freiburg sucht einen neuen Trainer. Das sehen wir. Aue setzt auf Rossi am 3.7. Und neue Chance für Wieser, der bei Bayern München 2 wieder ran darf, am 4.7. Hier ist nichts zusammengecuttet, es ist wirklich so passiert. Dementsprechend, wenn euch natürlich dieses lustige Video gefallen hat, dann haut doch mal auf den Like-Button und auf den Abonnieren-Button. Erst Lorand out. Haut rein, Leute. Lasst es euch gut gehen.